Ja, das Achtelfinale im österreichischen Fußballcup ist heute abgeschlossen worden mit der Partie Blau-Weiß-Linz gegen Rapid. Es war ein verpatzter Start für die Rapidler in diese Frühjahrsmeisterschaft. 4 Spiele ohne Sieg, das hat es zuletzt aus grün-weißer Sicht vor 12 Jahren gegeben. Ja, und da ist dieses Cup-Spiel gegen den oberösterreichischen Regionalligisten gerade recht gekommen, um sich ein Erfolgserlebnis zu holen. Ob es geklappt hat, sagt uns Christian Dindorfer. Vor 17 Jahren spielte Rapid-Trainer Peter Pakul bei Stahl Linz. Nun will er gegen den selbsternannten Nachfolgeklub seines ehemaligen Arbeitgebers Blau-Weiß Linz die Negativserie beenden. Mit Raimund Hedl im Tor, er hält von Pakul nach Betrachtung des Gesamtbildes, wie dieser meinte, gegenüber Helge Peier den Vorzug. Und Rapid lässt von Anfang an keine Zweifel darüber, wer das Heft in der Hand hat. Drahtsam mit der Flanke, Steffen Hofmann. Nach 5 Minuten mit Köpfchen, aber ohne Glück. 120 Sekunden später, Maskenmann Jelavic zu Andi Dober. In der Mitte setzt sich Boskovic durch, Wimleitner pariert, noch einmal Boskovic und wieder rettet die Oberösterreicher Aluminium. Allerdings sieht es in der Zeitlupe danach aus, dass der Ball erst hinter der Linie aufspringt. Doppelt Pech also für Grün-Weiß. Die Abwehr des Vierten der Regionalliga Mitte kommt wie im Eishockey-Powerplay kaum zum Verschnaufen. Rapid scheint die Linzer zu überrollen. Nur David Wimleitner hat wie in dieser Situation gegen Jelavic den Überblick. Der ehemalige LASK-Torhüter und jetzt Schlussmann der österreichischen Beachsoccer-Nationalmannschaft unterstreicht, dass das Selbstvertrauen der Wiener im Torabschluss sozusagen am Sand ist. Und kaum zu glauben aber war, Blau-Weiß Linz findet nach knapp einer halben Stunde auch einmal den Weg in Richtung gegnerischen Strafraum und das dafür ganz zielsicher. Svetozar Nikolov mit einem Prachttreffer nach 36 Spielminuten. Der 27-jährige Bulgare ganz nach dem Motto, Augen zu und durch. Wie sieht die Antwort des Rekordmeisters aus? Zumindest entschlossen, aber Boskovic und Konrad scheitern an Wimleitner. Damit 1:0 für den Underdog in die Pause. Auch danach kommt von den Linzern spielerisch nichts, dafür von den personell unveränderten Hütteldorfern der Ausgleich durch Christopher Drazan, 63 Sekunden nach Wiederanpfiff. Und von den Chancen her ist der Begriff völlig verdient, sogar weit untertrieben. Das muss sich auch Blau-Weiß-Trainer Adam Kenzi zugestehen. Die nächste Chance durch Boskovic, vorbei. Rapid bleibt aber ein Drücker. Konrad mit dem öffnenden Pass für Jelavic. Und dieser erlöst den Anhang und vor allem den Trainer. 2:1 für Rapid. In der Schlussphase wirft Blau-Weiß Linz aber noch einmal alles nach vorne. Duru im Zweikampf mit Eder. Da die Schwalben aber aufgrund der Kälte noch im Süden verweilen, bleibt der Elferpfiff zu Recht aus. Rapid zittert sich zumindest vom Ergebnis her mit einem 2:1 ins Viertelfinale. Ja, wir haben sich das Leben einfach selber schwer gemacht. Durch das, dass wir die vielen Torschancen auslassen haben, ist halt noch gut 11 Minuten schon 2-3-0 stehen können. Ja, aber so ist Fußball, wenn du die Tore nicht magst. Dann bekommst du es, dann wird es natürlich wird's ein bisschen enger, aber ich denke, unterm Strich geht der Sieg völlig in Ordnung. Leider ist er halt zu knapp ausgefallen. Also Rapid im Cup ins Viertelfinale aufgestiegen.